CSU. So. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren an den Bildschirmen und hier im Auditorium. Genau wie alle anderen Kolleginnen und Kollegen habe auch ich pünktlich zum Valentinstag den Equal Day Newsletter bekommen. Darin wird auf den diesjährigen Internationalen Aktionstag für Entgeltgleichheit zwischen Männern und Frauen hingewiesen. Am 18. März jährt sich dieser Tag in Deutschland zum 10. Mal. Rund um dieses Datum werden bundesweit wieder zahlreiche Aktionen stattfinden. Ja, wir wollen den zum 1. Januar vorverlegen, so sukzessive. Und da machen wir uns, liebe Frau Kollegin Dörner, danke für den Einwand. Wenn Sie eine Frage stellen wollen, habe ich etwas mehr Redezeit. Das würde mich noch mehr freuen. Wie Sie gesagt, aber natürlich arbeitet diese große Koalition ein halbes Jahr vor der nächsten Bundestagswahl eben hier in die richtige Richtung. Und ich hätte es begrüßt, Frau Kollegin Möhring, wenn Sie sagen, jawohl, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Wir, die Linke, unterstützen das. Von euch hätte ich es mir auch gewünscht, wie gesagt, ihr habt noch die Möglichkeit, in der Ausschussanhörung eben hier in euch zu gehen und eben dieses Gesetz mitzutragen. Dass wir sagen, wir könnten noch mehr haben, aber wir sind auf einem guten Weg. Damit darf ich sehr herzlich bedanken. Und wenn Sie sagen, Frau Kollegin Krone, die SPD ist die Butter auf der Stulle, dann ist die CDU-CSU der Schinken auf der Butter. Nur das macht das Gesetz schmackhaft, nur dass Sie Bescheid wissen. Meine Damen und Herren, wurde von Vorrednern bereits auf Details des Gesetzes in vielen Bereichen hingewiesen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dieses Gesetz in einem ganzen Paket sehen. Und es wurde ebenfalls darauf hingewiesen, dass auch die starken Frauen, das Verhandlungsgeschick bei den Lohnverhandlungen ein Stück weit eben in Schwind hier noch stärker auch motiviert werden muss. Ich bin nicht der Auffassung, dass der böse Arbeitgeber den Frauen eben hier Ansprüche in vielen Bereichen vorenthält, wie es klassenkämpferisch von einer Vorrednerin bereits ausgeführt wurde. Nein, ich glaube, wir müssen auch eben hier entsprechend hier die Frauen in verschiedenen Programmen, und da gibt es parteiübergreifend Mentoring-Programme, ich kenne es bei uns in der Frauenunion, wo man sagt, jawohl, wie kann ich in der Politik, wie kann ich eben im gesellschaftlichen Bereich so auftreten, dass ich eben hier genau dieselbe Härte habe wie die Männer, wenn es um Lohnverhandlungen geht. Ich glaube, da müssen wir auch drauf gucken, dass wir über Mentoring-Programme starke Arbeitnehmerinnen machen und den Frauen auch klar machen, jawohl, Stichwort Fachkräftemangel, wie ihr werdet gebraucht, wie schon gesagt. Und dann natürlich dann auch die Position ein Stück weit anhören. Eins, Frau Ministerin, haben wir, glaube ich, in dem Gesetz übersehen. Das wird sicherlich in der Anhörung noch nachgebessert werden. Wir haben ja im Kabinett den Beschluss One in, One out, dass man sagt, okay, wie können wir Bürokratie woanders eben ein Stück weit reduzieren? Dann wird das Gesetz noch besser. Wir haben eine spannende Anhörung in, ja. Wir haben eine spannende Anhörung in 14 Tagen. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, das Thema Lohngerechtigkeit gehen wir auf mehreren Ebenen an. Und es wurde auch schon darauf hingewiesen, dass wir genau am 1. Januar seit 10 Jahren das Elterngeld eingeführt haben. Damals unter der Familienministerin Frau von der Leyen wurde eben schon hier die Kindergartenbetreuung, Kinderausbau eben schon hier vorangebracht. Wir haben mittlerweile viel erreicht in der Richtung. Wir haben seit 3,5 Jahren, seit 1. August 2013, den Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz. Das macht natürlich auch die Position von jungen Frauen, die sich um einen Arbeitsplatz bewerben, auch wieder besser. Das spielt alles ein Stück weit drauf. Also es sind verschiedene Puzzlesteine, wie schon gesagt, die ein Gesamtbild ergeben und das natürlich dazu führen wird, dass die Frauen eben schon hier stärker. Der Ausbau der Kinderbetreuung, der Rechtsanspruch auf einen Kita-Platz, das Elterngeld Plus mit Partnermonaten, aber natürlich auch die richtige Behandlung von Tagespflegepersonen. Zu sagen, okay, jawohl, ich kann eben entsprechend hier nach der Geburt eines Kindes damit rechnen, dass ich eben hier, wenn ich das wünsche, zeitnah wieder dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Das stärkt auch die Position der Frauen bei Gehaltsverhandlungen, zu sagen, jawohl, ich bleibe keine 3 Jahre zu Hause, wie es noch vor 10 Jahren der Fall war, sondern ich kann, wenn ich will, nach 12, 14 Monaten tatsächlich wieder eben entsprechend hier an meinem Arbeitsplatz eben erscheinen und damit natürlich eben hier vergleichbar haben. Das ist, glaube ich, ja. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema. Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht kontinuierliche Erwerbsbiografien von Frauen und existenzsichernde Beschäftigungsformen. Und ja, es ist richtig. Es ist eine Abwägung. Was können wir eben ein Stück weit erreichen? Die Offenlegung, der Auskunftsanspruch bei 200 Beschäftigten und natürlich auch die Berichtspflichten bei 500 Beschäftigten. Im Übrigen auch die Stärkung der tarifgebundenen Unternehmen bzw. der Gewerkschaften. Da hätte ich mal ein bisschen Lob von der Linkspartei dafür gewünscht, wie schon gesagt, Herr Kollege Bergwald. Habt ihr leider vergessen, uns dafür zu loben. Das heißt also im Endeffekt, es ist vieles in dem Gesetz Gutes drin dabei. Wir werden damit die Situation der Frauen in der Arbeitswelt, aber auch die Möglichkeit eben schon hier
Familie und Beruf zusammenzubringen, deutlich verbessern. Ich wünsche mir am 6. März in der Anhörung konstruktives Begleiten. Bin auch froh, dass eben entsprechend hier auch unser Wirtschaftsflügel, der Klaus-Peter Wilsch, da ist und gesagt hat, jawohl, wir werden es auch bei der Anhörung mit einklinken und auf die Bedenken oder beziehungsweise auf die Themen der Unternehmen hinweisen. Verantwortliches Regieren heißt, die verschiedenen Interessen der unterschiedlichen gesellschaftlichen Beteiligten unter einen Hut zu bringen. Da sind wir auf einem guten Weg, Frau Ministerin. Ich glaube, da haben wir ein vernünftiges Gesetz hinbekommen. Ich freue mich auf die Beratungen im Ausschuss, freue mich jetzt auf die Anhörung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Herzlichen Dank. Und ich